Hallöchen, meine lieben Pilzfussel, ich bin's, eure Fussel. Ja, ich hatte heute ein Paket erreicht. Dieses Paket hier war noch in einem anderen Paket drin. Ich habe schon aufgemacht, es war leider kein Absender drauf. Es kann ja nur einer von meinen Menschen sein, die meine Adresse haben. Du heimlicher Spender, oder wie soll ich sagen? Du bist einfach nur die Wucht. Ich danke dir. Ja, ihr Lieben, ich zeige euch mal, was ich bekommen habe. Das sind Alkohol-Inks mit allem, was man braucht. Das scheint ein Set zu sein. Isopropanol 99,9% einmal. Blending Solution. Ich muss mich damit erstmal befassen, wie das alles funktioniert. Dann haben wir hier so ein Pusterohr, denke ich mal, oder sowas. Keine Ahnung. Und dann hier eben so Pimpetten. Ganz, ganz toll. Und so ein kleines Becherchen. Da ist so ein kleiner, wie sagt man? Ach, ich immer mit meinen Wortfindungsstörungen. Trichter, genau, mit so einem kleinen Mini-Trichter. Ja, ihr Lieben. Ich packe das mal eben wieder ein. Also das war ziemlich, wie soll ich sagen, gefährlich, dass du das ohne Adresse losgeschickt hast. Also ich meine jetzt ohne deine Adresse. Du kannst ja nur meine Adresse haben, sonst hättest du es mir ja nicht geschickt. Dankeschön nochmal. Hier sind halt diese Alkoholinks. Und dreimal Alkoholinks. Ja, was ist das? Ja. Schimmereffekt. Säurefrei. Das tropft man wahrscheinlich so rauf und dann gibt das so einen schönen Schimmereffekt, denke ich mal, ne? Ja. Und das hier ist genau dasselbe, dreimal. Puh. Oha. Okay. Ich bedanke mich dafür. Vielleicht schreibst du mir mal privat, dass ich mich nochmal richtig bei dir bedanken kann. Und hier ist so ein Block drin, ja, ein Block. Ich werde ihn mal öffnen. Also ich kenne mich ja mit sowas, was das angeht, überhaupt nicht aus. Ich habe zwar Alkoholmarker, aber mit diesen Farben und so einen Block habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen. Aber hier sieht man schon, dass hier mit Gold gearbeitet ist obendrauf. Also ich kriege das mal in hier runter so. Oha! Das fühlt sich ja komisch an. Das fühlt sich richtig komisch an. Das fühlt sich aber wirklich komisch an. Wie gummierig oder Leder oder, nee, nicht Leder, aber so richtig glatt und dick. Sind schon ziemlich dick. Muss mal gucken, was hier drauf steht. 525er Grammatur. Oha. 15 Platt, 24 mal 32 cm. Spezialpapier für Alkoholtinte, glatt, reißfeste Oberfläche, UV-lichtbeständig ohne Farbechtheit, wasserfest. Hohe Farbechtheit, wasserfest. Spezial für Alkoholink. Oha, es fühlt sich so synthetisch an oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich merke das sofort. Ich kann das nicht so gut ab. Aber gut, ich bedanke mich wirklich. Wisst ihr was? Wir probieren das einfach mal aus. Genau das machen wir. Ja. Erstmal hier meinen ganzen. Wir probieren das einfach mal aus. Kann ja nichts passieren. Okay? Und dann zeige ich euch gleich noch was.
Okay, ich. Alkohol, ja. Was ist denn dann die Fluid? Mal gucken. Ich muss mal eben ganz kurz lesen. Flüssigkeit. Also, man kann ja nichts falsch machen, oder? Ich habe keinen Plan davon. Ich werde jetzt einfach hier auch dieses... ja, ich mache es einfach. Hier, ich mache einfach hier so ein bisschen drauf. Ich habe keine Ahnung davon, ihr Lieben. Puh, das ist ja gar nicht meins. Oh mein Gott, das stinkt. Hilfe. Oh nee, das ist ja überhaupt nicht meins. Alkoholgeruch. Aber gut, es verdunstet ja. Puh. Bollabi, Bollabi, Bollabi. Ich schüttel mal eben. Da ist Gold bei, da ist so ein schönes, ja. Und sogar meine Farben, glaube ich, die ich jetzt so brauche unbedingt. Wir fangen an mit, bin Purple, okay? Okay. Ist ein bisschen. Hier ist noch so ein Tropfen, aber okay, ich mache das jetzt erstmal wieder zu. Puh, das stinkt aber, Leute. Puh, das darf man gar nicht einatmen. Okay. Aber das ist schon cool, oder? Guckt mal. Wow. Könnt ihr das gut verfolgen? Wie das. Ich hole euch mal ein bisschen runter, okay? Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich bin voll aufgeregt. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Alter Schwede, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wow! Und guck mal, man kann das noch laufen lassen. Wir lassen das jetzt auch mal laufen. Wir wollen ja wissen, was damit passiert. Ne? Ist das irre oder ist das irre? Wir nehmen mal das andere Lin. Ja, nee, wir nehmen mal dieses hier. Red. Heute opfere ich mal ein bisschen Farbe. Weil ich wirklich euch auch mitnehmen kann. Seht ihr? Ist das nicht geil? Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Wow. Das hätte ich nie gedacht. Das ist sowas von genial. Wow. Wisst ihr, wie glücklich mich das gerade macht? Alter Schwede! So, und jetzt machen wir einfach dieses hier mal auf. Wir haben ja drei Fläschchen davon. Boah, das hätte ich nie gedacht. Nie im Leben hätte ich das gedacht. Ich schüttel. Okay. Ich muss erst mal gucken, wie das hier aufgeht. Kommt nichts raus. Muss man bestimmt irgendwie abschneiden. Oben die Spitze. Okay.
Oh! Das ist aber ganz schön schwer hier mit dem Abschneiden. Hä? Wieso geht das nicht? Ich quetsche ihn mal ein bisschen zusammen. Ne, da muss ich mal mit dem Dings rein. Das geht nicht. Das ist bestimmt verstopft irgendwie. Ja, das Kügelchen war davor. Oha. Das Kügelchen schon wieder. Ja. Jetzt habe ich es raus. Nicht so doll über Kopf kippen, sondern so seitlich mehr. Wow, seht ihr diesen Zauber? Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Wie sich das da drinnen bewegt? Oh, Pastelli, ihre Blume ist runtergefallen. Hallo? Du bleibst mal hier schön hängen, Blümchen. So. Ist das nicht irre? Okay, wir können ja noch. Wir haben ja noch ein bisschen. Dann können wir aber auch mal hier nochmal ein bisschen Flüssigkeit hingeben. Am Rand so, wisst ihr? Okay. Hatten wir die schon? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht. Ein bisschen Farbe muss trotzdem noch mit rein. Blau. Wow. Irre, irre. Seht ihr das? Ich mache noch mal für euch dieses Glitzer, okay? Das ist ja wohl mal genial. Also ich mache das hier, dann könnt ihr, oder hier unten, dann könnt ihr das richtig gut sehen, okay? Wartet, ich nehme eben diesen, damit ihr das besser sehen könnt, okay? Ich fange an. Seht ihr das? Irre, oder? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wie sich das hier fortarbeitet, ja? Genial! Richtig genial, also wirklich. Absolut der Hammer. Ich werde jetzt so mal, oh, heftig. Ich bin ganz begeistert. Ich danke dir von ganzem Herzen, mein Gott. Was für ein Geschenk. Das war doch bestimmt teuer. Ja, ich weiß, man, nach Geld fragt man nicht. Aber sorry, aber ich kann mir das nicht so vorstellen, dass das teuer war. Ich danke dir, wirklich. Melde dich doch mal bitte bei Messenger. Das wäre ganz toll von dir. Ja, meine Lieben, heute haben wir mal ein bisschen was Kreatives gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, sowas mal zu machen. Also ich werde das zweite Buch von uns, unser Buch, werde ich natürlich in so einem Stil
machen, weil ich das einfach nur genial finde. Wenn das getrocknet ist, kann man das bestimmt auch noch schön umdudeln und so. Oh mein Gott, ich freue mich. Ja, ihr Lieben, ich lasse das jetzt mal trocknen. Ich bin hin und weg. Ich bin wirklich hin und weg. Aber ich möchte euch noch eine kleine Sache zeigen. Und zwar habe ich gestern, diesen Anhänger, den habe ich noch gehabt. Und dann habe ich mir ein Blümchen von meinen Blumen genommen, vom Balkon, und habe mir die hier raufgelegt. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn du das wo habe ich ihn stehen? Ich sehe ihn gerade nicht. Ja, hier. Wenn du das mit diesem hier machst, ne, dann müsste das doch hart werden und man kann es weiterverarbeiten. Und Tatsache, ich habe hier richtig viel rauf gemacht, auch über den Rand. Es ist noch ein bisschen weich, aber auch hart. Wisst ihr, was ich meine? Hier zum Beispiel, dieses Blatt hat sich ein bisschen gebäumt. Das kann ich hin und her bewegen, da passiert nichts dran. Wisst ihr, was ich meine? Hier ist noch ein bisschen weich. Kann man noch eine Schicht drüber geben. Ja, und dann werde ich natürlich hier unten das alles ein bisschen mit Farbe und so, ne? Aber guck mal, das geht wirklich mit einer echten Blume. Ne? Ja, nur so eine kleine Idee am Rande, ihr Lieben. Und dann wollte ich euch doch noch mal gerne diese kleinen Püppchen zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die gezeigt hatte. Ich finde die... Oh nein. Ich finde die sowas von zuckersüß. Und da habe ich ja mehrere von. Gibt es ja bei Tilly. Und die sind einfach niedlich für Chunk Journal. Ja. Also, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, kleine Montagsbastelei. Ich bin happy gerade. Und, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ihr werdet jetzt öfter was von mir sehen. Ich fülle es auch gerade noch. Und ja, ihr Lieben, bis dann erstmal. Eure Filzfussel. Und danke für eure ganz, ganz lieben Kommentare von allen von euch. Ich habe euch alle lieb. Bleibt gesund. Eure Fussel.